Achtung, dies ist keine Übung. Achtung, Achtung, hier spricht nicht die Berliner Polizei. Wir fordern Sie auf, uns auffällig zu folgen. Heute Ding weg. Heute Ding weg. Ich habe mich von oben verloren.
habe. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt hier. Scheiß Nazis. Die Stadt ist ruhig. Alle Lichter aus. Die Republik war verloren. Das war Mord und Krieg nach innen. Es gibt Anwälte, die haben bei Gericht schon gewonnen, aber reden ewig weiter, insbesondere fürs Publikum. Nachvollziehbar daran ist der Wunsch, neue Mandanten zu kriegen. Aber die Zuschauer sollen denken, das war aber wirklich höchste Zeit, dass das mal so gesagt worden ist. Deshalb hat er den Prozess gewonnen. Aber gegen die mediale Konkurrenz kann das Theater nur verlieren. Für die medial überfrachtete Gegenwart bedeutet das Reduktion. Theater hat nur seine Chance als etwas Widerständiges, Untergründiges, nachwirkend wie ein beharrlicher Gedanke, lebendig wie ein Virus. Es hat die Partisanen-Zukunft vor sich und vielleicht ist sein Ort ein Keller, in dem ein Häuflein Neugieriger unterhalten oder unterrichtet wird. Eins schließt das andere ja nicht aus. Aber gehen ins Theater, ich rate es Ihnen, gehen Sie ins Theater, machen Sie da Kritik. Sehr gute Frage. Wir fingen damit an und haben gesagt, das wird nicht, das geht nicht, ein brasilianisches Stück, das sind wir nicht, das ist eine andere Mentalität, das kriegen wir nie über die Runden, das Ding. Also haben dann Matthias Langhoff und Manfred Karge gesagt, wir versuchen auf alle Fälle das Ding zu machen, so ein bisschen als ein Zauberspiel mit einer Kiste, wo dann alle aus dem Boden kommen. Und dann haben wir das gespielt. Und zwar zwei wunderbare Szenen drin, vor allen Dingen Michael Gristek als Rechtsanwalt. Michael war einer der besten Improvisierer im Schauspiel, die es überhaupt gegeben hat. Oh, Hildegard, berichte! Nochmal! Hildegard, berichte! Und nochmal! Hildegard, berichte! Also Michael, überhaupt, heute ist das ein alter Hut mit nacktem Busen aufgetreten. Hildegard! Wir sind im Jahr 1975. Es gibt einen Dramaturgen, der schon länger an der Volksbühne arbeitet. Ja? Der Mann heißt Heiner Müller. Ihr führt 1975, macht ihr eine Uraufführung. Dalsche, Dalsche, Dalsche! Weiter, weiter, weiter! Sie
geht 1930, gab es ein Rundfunkgespräch zwischen Josef Goebbels und Erwin Piscator. Und das wollen wir Ihnen vortragen. Das war unter dem Thema nationale oder internationale Kunst. Ja, ich kann das ja hier nicht alleine laut schaffen, oder? Was ist das an? Mikro. Das ist ungerecht jetzt. Es geht 1930, gab es ein Rundfunkgespräch zwischen Josef Goebbels und Erwin Piscator. Und das wollen wir Ihnen vortragen. Das war unter dem Thema nationale oder internationale Kunst.